Hallo, seid gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus. Heute wollen wir euch einige Informationen geben. Konferenz Braunschweig, 21. Mai. Das ist ein Dienstag, ist die Anfahrt. Bist herzlich willkommen, dieser Konferenz teilzunehmen. Bitte nicht Pfingstmontag oder Sonntag anzufahren, denn dort auf dem Platz ist eine Konferenz. Aus diesem Grund konnten wir nicht über Pfingsten unsere Konferenz abhalten, wie es all den Jahren vorher üblich ist. Aber wir waren dankbar, dass wir dieses Jahr überhaupt einen Platz bekommen haben. Es ist ja nicht immer einfach für so viele Wagen, einen geeigneten Platz zu bekommen. 21. Mai in Braunschweig, Eisenbüttlerstraße, Messegelände, Anfahrt. Bis zum 6. Juni, circa 16 Tage. 6. Juni ist dann der Tag. Abfahrt ist ein Donnerstag. Muss auch pünktlich geschehen. So haben wir es vereinbart mit der Stadtverwaltung. Einige Informationen, weitere Informationen. Den zweiten Sonntag, das ist der 2. Juni in Braunschweig, mit Gottes Hilfe wollen wir eine Taufe durchführen. Und bitte alle Täuflinge, meldet euch bei euren Predigern, bei euren verantwortlichen Pastoren und Dienern in der Gemeinde, die auch mit euch Taufgespräche führen werden, vorbereiten werden, die Täuflinge. Und dann bitte anmelden. Es wäre sehr schön, wenn wir dort ein schönes Fest miteinander feiern können, gemeinsam im Zelt mit Essen, mit Trinken und vieles mehr, den Herrn zu loben und zu preisen, anzubeten. Und der 2. Juni dann eine Taufe. Bist herzlich willkommen, wenn du noch nicht getauft bist. Bereite dich vor, hab Freude daran. Nicht, weil es Menschen wollen, nein, weil es Gott will. In seinem Wort. Wer da glaubt und sich taufen lässt. Markus Evangelium Kapitel 16. Wir haben noch die Möglichkeit, uns taufen zu lassen. Der Mitgekreuzigte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, sagte der Herr Jesus zu ihm. Gedenke meine, wenn du in deinem Reich kommst. Der hatte die Möglichkeit nicht mehr, sich taufen zu lassen, wurde doch gerettet. Aber wir haben die Möglichkeit. Deshalb sei nicht ungehorsam. Nicht eigensinnig, warte nicht ab, bis du perfekt wirst. Wir werden nicht perfekt, sondern sei gehorsam und der Herr belohnt Gehorsam. 2. Juni dort in Braunschweig wollen wir eine Taufe in Jesu Namen durchführen. Amen. Wir wollen das auch mit Fasten und Gebet unterstützen. Am 18. Mai ist ein Samstag an allen Gemeinden vom Missionswerk und auch natürlich die nicht vom Missionswerk sind, unsere Freunde und Bekannten und Brüder. Wir würden uns freuen, wenn du das mit Gebet und mit Fasten unterstützt. Ein gemeinsamer Fastentag. Wir werden euch nochmal daran erinnern und euch eine Information zukommen lassen. 18. Mai ist Gebet und Fastentag für diese Konferenz. Denn wir brauchen den Segen des Herrn, ihr Lieben. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Du bist herzlich willkommen. Konferenz, 21. Mai, Dienstag, Anfahrt. Komm mit deiner Familie, mit deinem Wohnwagen, mit deinem Wohnmobil, Pension, Hotel oder auch als Tagesgast. Komm. Mach dir die Mühe und lasst uns gemeinsam, wollen wir Jesus feiern. Kommt und feiert Jesus, wie es in einem Lied heißt, wo wir immer wieder auch singen. Kommt und feiert Jesus. Wir wollen miteinander Wort Gottes betrachten, Apostelgeschichte 8. Da war ein Mann aus Äthiopien, der sich aufmachte, ein Schatzmeister seiner Königin,
und zog nach Jerusalem. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, schau mal diese Karte an, von Äthiopien nach Jerusalem, über Ägypten, teilweise über Afrika, Sudan, Eritrea bis nach Äthiopien. 4.400 Kilometer, ihr Lieben, schau dir das mal an. Wer mich sucht, der wird mich finden. Welch ein Brennen hatte dieser Schatzmeister, nach Jerusalem zu kommen, um dort anzubeten. Lasst uns mal diese Geschichte zusammen lesen im Wort Gottes. Apostelgeschichte 8. Der Kämmerer oder der Schatzmeister aus Äthiopien. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, der Bote Gottes sprach zu Philippus: Steh auf und geh gen Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Er bekommt eine genaue Adresse. Philippus, der Diener des Herrn, der Evangelist, der Prediger, der uns auch beschrieben wird als Diakon, aber auch hier als Botschafter, als Evangelist. Gaza hinabführt. Gaza, in den Medien hören wir das ja immer wieder. 7. Oktober war das Massaker, was geschehen ist. In den Medien hast du ja mitbekommen, wo jetzt auch Krieg ist. Und täglich in den Nachrichten hören wir das in Israel. Steht schon hier in der Bibel, Apostelgeschichte 8, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde, also ein einsamer Ort, kein schöner Ort. Und er stand auf und ging hin. Philippus war gehorsam, der Diener des Herrn. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Schatzmeister, ein Gewaltiger, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Was war sein Beweggrund? Er wollte anbeten in Jerusalem. Ich weiß nicht, wo er seine Informationen hatte, aber es waren ja schon Kontakte durch den König Salomo mit der Königin von Saba, lesen wir im Alten Bund. Vielleicht hatte er auch dort gehört davon oder gelesen. Und er wollte wissen jetzt Jerusalem. Er war bereit, die große Strecke auf sich zu nehmen, diese Strapazen wochenlang mit all seiner Begleitung und den Gefahren ausgesetzt, auf sich zu nehmen, Gott zu suchen. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Ich weiß nicht, was ihm dort begegnet ist in Jerusalem. Er war ja kein Jude. Er durfte sicherlich auch nicht im Inneren des Tempels. Es war ihm nicht erlaubt. Aber er kaufte sich den Propheten Jesaja. Keine billige Angelegenheit. Dieses Buch Jesaja von Hand abgeschrieben hat viel gekostet. Und er hat sich den leisten können. Und er las darin. Und dann spricht der Heilige Geist zu Philippus. Der Geist aber sprach zu ihm: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Gott gibt Philippus, seinem Diener, den Auftrag: Schließe dich diesem Schatzmeister aus Äthiopien an und erkläre ihm das Wort Gottes. Philippus sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Wir brauchen Anleitung, ihr Lieben, wir brauchen Hilfe. Und Gott gebraucht dich und mich. Und er gebrauchte hier den Philippus für diesen Kämmerer, für den Schatzmeister aus Äthiopien. Und er bat den Philippus, dass er aufsteige, um sich zu ihm zu setzen. Und das tat er auch. Und sie fuhren eine gewisse Wegstrecke miteinander. Und die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, Jesaja 53. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen.
Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Schatzmeister aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Er hat nicht gewusst, was er dort liest. Er hat nicht verstanden. Verstehst du auch, was du da liest? War die Frage von Philippus. Wie sollte ich, wenn mich niemand anleitet? Ihr Lieben, die Menschen brauchen Hilfe. Durch dich und durch mich. Und hier gebrauchte der Herr seinen Knecht Philippus. Und erklärte ihm jetzt die Schrift aus dem alten Bund, denn das neue Testament war ja noch nicht geschrieben. Und aus dem alten Bund, dass hier die Rede ist vom Sohn Gottes, vom Messias, den Erlöser Jesus Christus, Jeschua, der gekommen ist, Mensch geworden ist, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist von den Toten, der alle Sünden der Menschen auf sich genommen hat, obwohl er ohne Sünde war. Und er hat verstanden. Und er bekehrte sich. Er nahm Christus in seinem Herzen auf. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und vorher lesen wir, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Begonnen von Jesaja 53 und dann die weiteren Bibelstellen durch das ganze Alte Testament. Und immer wieder auf Christus, der Erlöser, der Erretter. Und dann hat er das Evangelium verstanden, die frohe Botschaft. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Ganz einfach, unkompliziert. Und der Kämmerer, der Schatzmeister, spricht: Siehe, da ist Wasser. Gotte Hibani, was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert dich, getauft zu werden? Manchmal schieben wir es immer weg von uns und warten, dass wir irgendeine Offenbarung bekommen. Oder bis wir perfekt werden. Kannst du lange warten, sei gehorsam. Perfekt wird keiner von uns. Perfekt war nur eine und das war Jesus Christus. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert dich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer. Also, dieser Philippus nahm nicht eine Handvoll Wasser oder ein Gefäß mit Wasser und stieg auf den Wagen, nein, und beträufelte ihn mit etwas Wasser, nein. Sie stiegen beide vom Wagen ab und gingen dort in diesen Fluss und er taufte ihn dort in dem Wasser. Halleluja, wunderbar, er ward gehorsam. Missionsbefehl, geht hinaus, verkündigt die frohe Botschaft allen Nationen, allen Völkern. Und dann tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Ihr Männer, was müssen wir tun? Apostelgeschichte 2, damit wir getauft werden. Tut Buße und bekehret euch. Lasset euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und so wurden sie hinzugetan. Tausende von Seelen zur damaligen Zeit in Jerusalem. War schon eine große Gemeinde. Halleluja. Und bis auf den heutigen Tag ist die Einladung, geschieht in aller Welt, bis auch die letzte Seele sich bekehrt hat und dann wird der Herr Jesus wiederkommen, wenn das Netz gefüllt ist. Halleluja. Die genaue Anzahl weiß der Herr Jesus allein und das ist auch gut so und er weiß auch die Zeit und Stunde und das ist auch gut. Auch wenn wir wissen, dass wir in den letzten Tagen leben, doch wissen wir, dass immer noch Gnade ist, ihr Lieben. Und solange Gnadenzeit ist und die Tür noch geöffnet ist, nutze die Gelegenheit. Sei gehorsam, schließe den Bund mit dem Herrn Jesus. Wende dich an deinen Predigern, deinen verantwortlichen Brüdern vor Ort in der Gemeinde und melde dich an. Und lasst uns ein gemeinsames Fest feiern dort in Braunschweig. Der 2. Juni, der 2. Sonntag in Braunschweig, wollen wir dann mit Gottes Hilfe und durch Gebet und Fasten eine Taufe haben, ihr Lieben. Und es ist Freude im Himmel und wir wollen uns mitfreuen. Gott gebrauchte hier diesen Philippus. Er war sein Werkzeug für diesen Schatzmeister aus Äthiopien, der dann seines Weges wieder zurückzog. Aber diesmal mit Freuden, lesen wir in der Bibel. Und er zog seinen Weg.
Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Plötzlich war er nicht mehr da. Das lesen wir auch im Alten Testament von einem Propheten Elia oder auch von Hesekiel. Der Herr nahm sie weg und entrückte sie oder beamte sie von A nach B. Und das geschah auch hier mit dem Philippus. Er war nicht mehr bei ihm. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Halleluja. Gott schenkt Freude. Freude, die die Welt nicht bieten kann, ihr Lieben. Der Schatzmeister war kein armer Mann. Er hatte vieles und seine Königin gab ihm Erlaubnis, Reisebegleitung, stattete ihn aus mit all seinen Begleitern und mit dem Weggefährten diese über 4000 Kilometer nach Jerusalem und wieder zurück. Und das war ja mit Geld und mit Strapazen und mit Versorgung und mit Sicherheit. Alles war ja da, musste man ja damit rechnen, ihr Lieben. Aber er suchte Gott von ganzem Herzen. Manchmal ist es uns zu viel, ihr Lieben, in die Gemeinde zu fahren mit 20 Kilometern. Oder die Gemeinde ist um die Ecke, ach, heute habe ich keine Lust. Nein, nächstes Mal lasse ich mich taufen, schauen wir mal. Und so vergehen Monate, Jahre ins Land, ihr Lieben. Sei bereit, auch Opfer zu bringen. Schau mal, welches Opfer der Herr Jesus für uns vollbracht hat. Gott wurde Mensch durch seinen Sohn Jesus Christus. Halleluja. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und Gott tat Gutes den Menschen und er will dir auch Gutes tun. Dieser Philippus zog nun zurück, all die Wochen oder vielleicht auch Monate, ich weiß nicht wie lange. Und er brachte was mit in sein Land, die frohe Botschaft, das Evangelium. Und erzählte den Menschen, was er erlebt hatte und wer dieser ist. Jesaja 53, dass es der Sohn Gottes ist und dass er sich taufen lassen hat und den Bund mit Gott geschlossen hat. Er zog seinen Weg mit Freuden wieder retour nach Äthiopien. Philippus aber fand man zu Asdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Amen. Halleluja. Bist herzlich eingeladen noch einmal zu unserer Konferenz. Anfahrt 21. Mai, komm, das ist ein Dienstag, lass es dir was kosten und bete darum, lass dich segnen, lass uns Gemeinschaft haben und wir wollen uns freuen miteinander, so wie auch der Schatzmeister sich freute und er zog seinen Weg mit Freuden. Der Herr mag dich reichlich segnen, wir wollen zusammen beten, ihr Lieben. Vorbereiten all das, wie ich gesagt habe. 18. Mai ist ein Samstag. Lasst uns mit allen Dienern und Gemeinden, Freunden und Bekannten im Gebet und Fasten es vorbereiten, von früh bis 18 Uhr. Ja, mal einen Tag investieren und den Preis bezahlen und den Segen des Herrn erbitten, ihr Lieben. Ja, und wenn du dich taufen lassen möchtest, melde dich bei deiner Gemeinde an. Und die werden das weiterleiten an uns verantwortlichen Brüdern. Und wir werden ein Fest miteinander feiern. Kommt und feiert Jesus. Halleluja. Wie wir ein Lied immer wieder singen. Kommt und feiert Jesus. So lasst uns doch jetzt zusammen beten. Schließ deine Augen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Danken dir, Herr, dass du noch dasselbe bist. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wir bitten dich, dass du alles vorbereitest. Danke, dass es möglich ist, Herr, dass wir dort in Braunschweig, Herr, diese Konferenz durchführen können. Begleitet du unseren Brüdern, auch die alles vorbereiten mit dem Aufbau, mit den LKWs, Herr Jesus, und auch die Finanzen, Herr, alles wollen wir dir anbefehlen. Und wir bitten dich um deinen Frieden, um deine Kraft, Herr, und dass Menschen kommen und den Bund mit dir schließen. Hab Dank für deinen Segen, Herr, und gelobt sei dein Name für das, was du für uns alles getan hast, Herr. Danke, Herr, dass immer noch Gnadenzeit ist. In Jesu Namen. Der Herr segne euch. Amen. Shalom.